Am 24. seid ihr aufgebrochen, plus 2 Tage, sodass ihr dann am 26. einfach in Grünau einlauft. Ein kleines Dörfchen. Es gibt nur einen kleinen. Es gibt nur eine kleine Palisade aus Holz, die euch hier erwartet, und einen einzigen Wachmann, der dann dort steht am Rande und euch missmutig zunickt, wenn ihr dann auf ihn zureitet. Machen wir echt nur 25 Meilen am Tag? 60, 30 Meilen am Tag. Das ist dafür, dass wir alle befahren und beritten sind, wenig. Ja. Gut, ich würde sagen, also zweimal regenerieren, wahrscheinlich erschwert, weil draußen kalt und nass. Ja, genau. Wenn ihr noch regenerieren müsstet, dann macht mal 1W6 minus 4. Aber Astralpunkte wären wieder möglich zu regenerieren. Wenn ihr dann regenerieren müsstet. Ja, genau. Ihr kommt auf Grünau zu. Seht jemand irgendeinen Banner, eine Fahne, einen Wachmann? Ein Wachmann könnt ihr erkennen. Steht vorne einer Palisade, nickt euch zu. Was hat er für ein Wappen drauf? Schwarz. Ein Schädel Warte. drauf. Bin mir ziemlich sicher, da wollen wir nicht rein, oder? Nun, wir müssen. Oder wollte ich jetzt noch umkehren und außen herumreiten? Wir sollten schnellstmöglich durchreiten. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendetwas hier außerhalb von Bayern vertrauen können. Und dann gib dem Mann ein ordentliches Passagegeld und wir reiten einfach so schnell wir können durch. Wenn wir hier drum herum reiten? Das wäre doch sehr auffällig, oder? Anstatt denen Geld zu geben? Das wäre sehr auffällig und auf die paar Dukaten wird es wohl nicht ankommen. Ich möchte trotzdem ungern irgendwas, welches Geld an Nekromanten geben. Er hält seine Es ist. rußige Laterne nach oben und nickt euch dann zu. Ah, so spät Oh! noch! Ja. Schwarze Mutter zum Gruß! Zum Gruße. Und wo kommt ihr aus? Waldhorn? Ja, er kommt von Süden her. Aus den Bergen oder aus Beilung? Na, Beilung. Oder willkommen in Grünau! Schwarze Mutter mit euch! Und mit euch. Wollt ihr hier übernachten? Nein, wir haben es eilig. Hier das Nachtzeiten. Ist ja wahnsinnig. Es ist doch so gefährlich weiter nordwärts. Die schwarze Mutter beschützt. Ihr könnt wohl erkennen, wie er wohl an seinem Gürtel 2 Schädel hat. Irgendwie so einen großen Eisennagel durchgetrieben und daran dann an seinem Gürtel befestigt. Blicke mal kurz in die Runde, wollen wir hier übernachten? Ich würde es vorziehen, nicht hier übernachten. Ja, natürlich, das ist eine gute Idee, hier zu übernachten. Allein, dass du die Frage stellst, hast du den Verstand verloren? Die Ghule fressen euch. Ich wollte es euch nur anbieten. Reisende können bei uns immer Unterschlupf finden. Wir sind keine Monster. Er scheint hinreichend freundlich zu sein. Wir sollten wachsam sein. Und bei dem Wetter machen wir in diesem Licht sowieso kaum die Strecke. Und dann, also golfen wir hier übernachten. Verzeiht, aber wenn ihr in dem Dorf bleiben wollt, ich muss leider noch einen halben Silberling euch abnehmen. Anweisung vom Natürlich. Schulzen, verzeiht. Natürlich, der Gastfreundschaft halber werden wir den auch gern noch hinlegen. Ja, dann soll ich euch führen? Ich glaube, ich kann die Palisade auch zumachen. Heute kommt ja doch keiner mehr. Vermutlich nicht. Dann geht doch voran, geht doch voran. Ja, schließt dann erstmal die große hölzerne Pforte dann vor euch, wenn ihr durchgeritten seid. Schlamm so ein bisschen zur Seite schieben und wenn er das dann geschlossen hat, von innen den Riegel vorgelegt hat, stapft er dann mit seiner rußigen Laterne durch den Schlamm. Geht dann nur so 2, 3 Schritt, klopft dann an eine Tür. Hey, Frede! Mach mal die Taverne auf. Wir haben Reisende. Jetzt noch? Ja. Gerade gekommen. Ich komme. Dauert ein bisschen. Könnt dann wohl nach grob einer Minute könnt ihr dann erkennen, wie die Tür aufgeschoben wird. Eine verhüllte Frau, komplett in Schwarz, hat sich wohl irgendwie eine Kapuze vors Gesicht gezogen, sodass ihr das Gesicht nicht wirklich erkennen könnt. Rumpelt dann an euch vorbei und schiebt sich dann zwei Häuser weiter zu einem ja, normalen Häuschen. Hat da wohl so einen großen Schlüssel, mit dem sie dann aufschließt. Es klickt 2, 3 Mal und dann schiebt sie euch die Tür auf. Bitte! Schwarze Mutter zum Gruß! Ihr seid ja Grüße. sicher. Wir möchten übernachten. Ja, das habe ich gehört. Aber pscht. Nicht so laut, die Ghule hören uns sonst. Natürlich, natürlich. Dann lasst uns schnell hereinbewegen, damit ihr die Tür schließen könnt.
Ich lasse dich dann den Gästen. Ja, ich krieg das schon hin. Könnt wohl erkennen, unter ihrem Gewand, also sie ist ziemlich verhüllt, aber auch sie hat wohl an ihrer Hüfte zwei Gegenstände, die ungefähr kopfgroß sind. Sogar einen dritten Gegenstand. Den Schlüssel bitte. Ich komme noch mit rein, ich muss euch alles erklären. Ich glaube, er meint für die Kammer. Ja, das ist ein ganzes Haus. Nun, ich meinte mir den Haustürschlüssel. Ihr nehmt. Ja, sie schiebt sich dann trotzdem mit rein. Und steht dann in so einem alten, muffigen Haus. Könnt noch ein paar verfilzte Teppiche erkennen, die dann hier liegen. Ein bisschen Blut, was sich da drauf findet. Eine kleine Stiege, die dann nach oben führt. Nach links und rechts könnt ihr dann Betten erkennen, die dann hier wohl angebracht sind. Sieht alles sehr verlassen aus. Die ehemaligen Bewohner wurden schon lange gefressen, aber wir haben keine richtige Taverne. Aber hier könnt ihr wohl unterziehen. Schickt man euch aus Wahrung denn keine Gardisten, um diese Gude vom Leib zu halten? Nein. Wir haben dem Schulzen Bescheid gesagt, aber der ist auch komplett resigniert. Er setzt nur noch die Befehle um, tut nur noch das Nötigste. Er kann einfach nichts mehr tun. Naja. Die Lage ist schlimm. Warum lasst ihr euch überhaupt von Wahrung noch Befehle erteilen, wenn sie euch doch nicht helfen? Sie ernähren uns. Essen bekommen wir genug. Wahrhaftig. Ja, aber den müsstet ihr extra bezahlen. Wie gesagt, das ist keine richtige Taverne. Wasser haben wir wohl auch. Ich bin mir sicher, wir werden mit dem, was wir mit uns führen, zurechtkommen. Ihr könnt ein wenig abhaben, wenn ihr möchtet. Danke, nein. Wir sind gut bedient. Die meisten Flüchtlinge kommen ja über Borobon, müsst ihr wissen. Dass ihr noch über den Grünau vorbeizieht, ist etwas sonderbar. Und die Reichsstraße ist dieser Tage viel befahren und gefährlich. Es sind Kriminelle auf den Straßen. Nachher wollen die noch was Böses. Ja, dann müsst ihr Lucardus Bescheid sagen. Lucardus kümmert sich darum mit seinen dunklen Rittern. Und die Brückenzölle vor Wahrung sind ja auch das allerletzte. Haben sie die angehoben? Wann heben sie die Brückenzölle nicht an? Also, wir bezahlen immer mit Blut. Das ist ja die schwimmende Brücke und der korruptere Priester sagte wohl, dass die tiefe Tochter sich auch für Blut bedankt. Da muss man den Silber nicht offenbaren. Man einfach in den Fluss reinbluten, das ist auch okay. Die tiefe Mutter beschützt. Wer lebt denn sonst noch so im Ort? Irgendjemand, den man kennen müsste? Ich meine, außer dem Dorfschulzen? Naja, wir haben viele, viele Ziegen, die geben Milch. Ein, zwei Kühe haben wir auch noch. Wir haben seit kurzem haben wir auch eine Knochenleserin, müsst ihr wissen. Die sagt die Zukunft voraus. Eine Traumdeuterin. Wahrhaftig? Ja. Diese wohnt im Dorf, sagt ihr? Ja, seit kurzem. Ein altes Mütterchen. Also man kann entweder Knochen würfeln oder sie kann auch die Zukunft aus einer Schale voll Blut, kann sie da auch vorhersagen. Vielleicht sollten sie einmal aufsuchen, um uns die Zukunft hervorzusagen. Bin mir sicher, dies wäre ein guter Zeitvertreib. Ja. Ja, aber das mit der Zukunft ist doch schwierig. Ansonsten Handwerker haben wir auch, die machen viel mit Leder. So tote Tiere und so. Wir hatten hier mal ein Problem mit untoten Rehen, aber das ist mittlerweile seit 2 Jahren auch nicht mehr. Hat sich der Jäger drum gekümmert. Der Jäger? Ja, der kam extra aus Wahrung. Wir haben gesagt, dass wir hier untote Rehe haben und dann ist er den ganzen weiten Weg gekommen von Wahrung. Der sitzt da in seiner Hütte und hat sie dann alle tot gemacht. Und die Rehe hat er, also das Fell hat er uns auch gegeben. Und das Fleisch. Einfach so. Und dann ist er wieder nach Wahrung gegangen. Ja, der sitzt da in seinem Wald. Und welcher Wald ist das, der von diesen untoten Rehen heimgesucht wurde? Sind wir da schon dran vorbei? Ach, das ist, den Wald gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Das war im Osten von hier, also auf der Hügelkuppe. Mittlerweile ist das auch alles tot. Da können sich keine Rehe mehr verstecken, ist auch ganz gut. Na, das sind aber weitreichende Veränderungen für nur 2 Jahre. Ja, also wir haben hier in den letzten 7 Jahren haben wir eine ganze Menge erlebt. Nicht zum Schlechten. Denkt ihr denn, dass eure Knochenleserin heute noch Gäste aufnimmt? Heute noch? Naja, ich glaube, jetzt ist ja auch schon gleich dunkel, ne? Ja doch, schon. Ich glaube schon.
Dann können wir nächstes. Wenn sie sich so ein bisschen bewegt, sie geht immer so ein bisschen im Haus rum, putzt so ihre dreckigen, matschigen Stiefel so ein bisschen an diesem blutigen Teppich ab oder an dem staubigen Teppich. Könnt ihr wohl hören, wie an ihrem Gürtel die Dinge, die sie darunter hat, also vielleicht die Schädel, so zusammenklackern. Unheimlich. Nun, dann wollen wir sie doch heute noch aufsuchen. Schließlich wollen wir morgen mit dem ersten Tageslicht los. Ja, die schwarze Mutter behüte euch. Ich nehme an, ihr kommt mit, blicke ich in die Runde. Oder ja, möchte jemand hier bleiben? Wenn ihr wollt. Der Regen ist wohl etwas zurückgegangen. Ich meinte nicht sie, ich meinte meine Kameraden. Ich würfel mal auf meinen Nachteil, aber glaube. Nein, der triggert nicht, ich würde mitkommen. Ja, ich denke, das sollten wir uns vielleicht ansehen. Dann, wir lassen euch den Schlüssel hier, nicht wahr, aber mir, und ihr macht dann wieder auf, wenn wir zurückkommen. Nun, ich wollte euch begleiten. Ich meine, wir lassen der Frau den Schlüssel hier, aber mir. Ich komme auch gerne mit. Nein. Ich finde das immer spannend, was sie sagt. Aber wer passt denn dann auf das Haus auf? Ihr bleibt hier und passt auf das Haus auf. Wir kommen gleich wieder. Nimm den Schlüssel einfach mit, lass die Tür offen. Ist mir egal, ist nicht mein Haus. Ich verwalte nur den Schlüssel. Wir legen euch morgen den Schlüssel auf die Hausverandertür. Okay, ich komme ja schon nicht mit. Zukunft ist so persönlich. Ja, damit entfernt sie sich wohl wieder und dreht sich nochmal um, guckt dich böse an, Nabelmir, und tritt sich nochmal extra die matschigen Stiefel dann hier auf dem Flur ab und geht dann. Als wüsste sie instinktiv, dass Nabelmir das nicht mag. Nun, dann los, bevor es gänzlich finster ist. Ich habe trotzdem etwas Sorge, dass das ganz viel für Unheil sorgen wird. Nabelmir findet heraus, ob diese Frau eine Nekromantin ist. Die Leserin, nicht die Haushälterin. Nun, ich denke, sie ist nur ein abergläubisches Weib, das sich den Sitten dieser schwarzen Lande angepasst hat. Dieser Vogt, dieser Dorfweibel ebenfalls. Sie sind unwissend, aber naiv. Es schadet nicht, wachsam zu sein. Glaubt ihr, es gibt hier Geister? Ja. OB, das bedeutet Unheil. Gehen wir. Ihr könnt euch dann über diese kleine, maschige Straße umsehen. Es ist eigentlich ein sehr langgezogenes Dorf, komplett umgeben dann von einer Palisade. Und wenn ihr dann an einem der Häuser stehen bleibt, könnt ihr dort ein eingekratztes, eine Schädelglyphe erkennen. Die Magier wissen, dass sie zu Thargunidhot gehört. Dort ein eindeutiges Symbol. Das Zeichen der Herren der Untoten. Wird das wohl unsere Leserin sein? Aber mehr, ich sage auch nicht, erwarte, nachdem wir dort herauskommen, meine Einschätzung von euch. Wir sollten dies leise und unauffällig tun. Das habe ich vorausgesetzt, ja. Voltax? Den Silenzium. Jetzt? Was? Den Silenzium? Seid ihr verrückt? Dann können wir ja doch gar nicht mehr mit ihr reden. Ihr sollt doch nur untersuchen, ob sie zaubern kann, um Himmels Willen. Wir wollen auch nicht mit ihr reden. Natürlich. Wir gehen herein und lassen uns ihre Kunst demonstrieren. Wir legen sie gleich um. Aber wir werden nicht irgendeinen armen, verwirrenden Dorfbewohner umlegen, nur auf Verdacht. Seht ihr dieses Zeichen? Dass sie ist eine Wissende. Aber mir hat recht. Und ich drücke den Silenzium. Ja. Lass mich mal den Gerechtigkeitswahn überprüfen. Ja, wir hätten die Materialien kommen sollen. Fakten, meine Lieben. Ich muss nicht. Wechsel auf Artak, töten wir sie. Ich versuche irgendeine Art von Verwirrung im Artak zu bedeuten. Vermutlich fehlen mir die richtigen Worte. Ich tippe gegen dieses Zeichen und stiere jahrelang durchdringend an. Und ziehe resigniert die Schultern hoch und mache meinen Streitkolben bereit. Wenn ihr die Tür aufdrückt, könnt ihr wohl sehen, wie dort die Schädel, die von oben herabhängen, herumklappern. Zumindest müssten sie klappern, aber jetzt, wo Boltax den Silenzium gewirkt hat, schwanken sie nur unheilig in dem Wind, der dann die Tür weiter aufdrückt. Ein bisschen Regen, der dann so reingezogen wird, und könnt noch erkennen, wie dort eine Fußmatte wohl ausliegt oder reingekratzt in den holzigen Boden. Bedenke, nur wer untergeht, kann auferstehen. Könnt ihr euch durch ein diffuses Wirrwarr aus Krimskrams hindurch bewegen, ein alter Flur, der vielleicht zu knarren scheint, die Holzbohren, die etwas nach unten wegbrechen oder schimmeln,
Könnt dann eure Beine aber wieder nach oben ziehen, wenn ihr mit euren schweren Rüstungen dann dort einsackt. Oder ein einziges Geräusch könnt ihr dann vordringen in eine Stube, die erhellt ist von einem Kamin. Ihr könnt dort erkennen, wie ein kleines Mütterchen dort sitzt und aus einer Schale von Blut liest. Vor ihr zwei Bauern, die dort sitzen mit dem Rücken zu euch. Sie haben euch wohl alle drei noch nicht entdeckt. Es riecht nach Mürbelkraut. Es ist auf alle Fälle ein ganz merkwürdiges Gefühl. Zechenprobe. Zechen, oh je. Und das habe ich sogar. Oh. Hilft mir meine Resistenz gegen Krankheiten? Nein, weil es keine Krankheit ist. Okay. Sondern Drogen. Und Resistenz gegen Drogen gibt's nicht? Ja, kein so guter Wurf. Herr Boltax, dir wird so ein bisschen schwummrig und du kannst den Zauber nicht mehr ganz aufrechterhalten. Du merkst so ein bisschen, wie deine Beine nachgeben, deine Beine werden zittrig und dann könnt ihr plötzlich wieder hören, wie sie aus dieser Schale liest und das Wesen von Tod und Leben preisgibt.